So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass gerade Markt ist und hier was los ist, was ihr aber nicht seht, weil das nämlich hinter euch ist. Was aber nicht hinter euch ist, sondern vor euch, ist die Pokémon Snapfire. Ihr wisst, ab heute 10 Uhr ist das Event losgegangen, Pokémon Snap. Ihr könnt Shiny Farbigel bekommen, aus den Fotobombs bis zu 15 Farbigel pro Tag. 4 Tage lang, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dann ist der Spaß schon vorbei. Und entweder hat man eins oder man hat keins. Oder man hat halt 10.000 Zweitaccounts. Dann hat man eine höhere Chance. Wir haben natürlich hier wieder eine begrenzte Forschung, die umfasst 4 Kapitel. Und irgendwie ist es hier windig. Deswegen gehe ich mal ein Stück so dahin. Dann ist es zwar immer noch windig, aber New Pokémon Snapfire. Wir wollen die Forschung wieder machen vor Ort. Ende den 3 Tagen, 9 Stunden, da wisst ihr immer ganz genau, wie es abgeht. Mach einen Schnappschuss von Safcon, Griffel oder Loturzel im Freien. Verwende 3 Bären beim Fangen von Pokémon. Mach 3 Schnappschüsse von Pokémon im Freien. Das ist eigentlich kein Problem. Wir müssen uns also nur einen Safcon, Griffel oder Loturzel suchen. Da sitzt schon ein Loturzel. Ich mache aber erstmal die anderen Sachen und melde mich zurück. Wenn wir nur noch ein Ding davon lösen müssen, das ist ja immer so schlau gemacht. Außerdem gibt es Despoda-Raids. Das heißt für heute Abend Raids für Zuschauer, nicht mit Mega-Raids. Wahrscheinlich dann mit Despoda, weil das ist euer Liebling, jeder will Despoda machen. Ich fange jetzt erstmal ein bisschen, meld mich gleich zurück. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon 2-mal Bären verwendet beim Fangen von Pokémon. Wir haben 2 Schnappschüsse im Freien gemacht. Eigentlich ist die Aufgabe sowieso total sinnlos. Ihr könnt auf einen Pokémon gehen, Foto, macht einfach 3 Fotos von demselben und dann habt ihr das schon fertig. Wenn das dann auch noch ein Safcon, Griffel oder Loturzel ist, habt ihr das direkt fertig. Wir wollen jetzt mal Safcon hier nehmen für die Aufgabe, denn Safcon ist der große Bruder von Raupi. Raupi, bestes Pokémon, ihr wisst Bescheid, was für ein Schilling das Taubsi ist, ist für ein Ramses das Raupi. Wir müssen also ein Foto machen, das sieht dann ungefähr so aus. Total sinnlos halt einfach, aber ihr seht, 3-mal fertig, ihr hättet jetzt noch eins machen können, also ist egal. Dann haben wir eine Beere. Beere ist wichtig, eine Beere beim Fangen von Pokémon benutzen. Jetzt werfen wir hier drauf, zack, Schnellfangtrick, haben wir Beere benutzt, haben ein Pokémon gefangen und haben ein Safcon im Freien fotografiert. Wir holen fix die Belohnungen ab, um zu gucken, was hier drin ist. Hier habt ihr ein Skoppel. Machen wir auch wieder hier mit Schnellfangtrick. Wir müssen uns ja beeilen, in der Hoffnung, dass das drinne bleibt. Das sieht gut aus. Skoppel, gestern hat auch jemand gefragt, hast du ein Skoppel, Shiny? Ja. Grüße gehen raus an Lost Lift. Hier ein Mauzi. Nehmen wir auch mal mit, ist auch drin und jetzt die Kapitelbelohnung, 5 Bären, 750 Erfahrungspunkte oder was das war und ein Dodri, wenigstens eine Weiterentwicklung, sieht man eigentlich auch selten. Da nehme ich mal einen gelben Ball, gucken wir mal drauf und schauen mal kurz durch, ob da was Gutes dabei war. Schlecht, 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 schlecht. Das sieht gut aus. Aber wir können das nächste Kapitel uns schon anschauen. Schnappschuss von Sandan, Knackleon oder Tuska. 5 Bären beim Fangen von Pokémon. 3 Schnappschüsse von Boden-Pokémon im Freien. Also würden wir uns ein Sandan oder ein... Wir suchen uns einen Sandan für die Aufgabe, um das fertig zu machen. So, wir haben wieder 4 Bären benutzt. Eine Beere steht noch aus zum Fangen. Wie gesagt, Sandan im Freien wollten wir ja machen und 3 Schnappschüsse von Boden. Wir werden euch das jetzt direkt auch mal zeigen. Hier sitzt nämlich ein Sandan, dass man wirklich das alles an einem machen kann. Wenn ihr hier drauf geht, macht 1, ein Boden. Wir machen 2, 2 Boden. Wir machen 3, 3 Boden. Und Sandan als Pokémon selber haben wir natürlich auch gemacht. Plus eine Beere verwenden. Können wir hier noch machen, schmeißen da wieder einen Ball drauf, Schnellfangtrick weg, müsste jetzt auch fertig sein. Dann können wir die Belohnungen wieder abholen für das Kapitel, haben wir einmal Pokebälle, kriegen noch einen Sandan aus der Forschung, machen auch wieder den Schnellfangtrick
holen das nächste ab, holen ein Onyx. Onyx? Onyx. Holen ein Onyx ab aus der Forschung. Ach du Scheiße. Dann haben wir noch die Kapitel Endbelohnung, wieder mit Bären, 1250 EP. Ist also mehr geworden als eben. Und aus Kapitel 2 gibt es einen Panzer Aeron. Gestern heftige Diskussion, soll man einen 96er Panzer Aeron maxen? Ja, weil das ist doch voll gut mit 96. Dann hieß es wieder, Panzer Aeron ist scheiße, damit macht man eh nichts. Obwohl es ja für die Superliga ganz vernünftig ist. Wir gucken erstmal, ob das jetzt gut war. Wir müssen wieder die Belohnungen abchecken, weil die ja alle aus der Forschung kamen. Panzer Aeron schlecht, Onyx schlecht, Sandan schlecht und unser Erfolgs-Sandan auch schlecht. Oh. Hunde, Autos, Glocken, alles zusammen. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal bei jedem Geräusch an die Wand gehen könntet? Ich stehe schon an der Wand, also alles ist gut. Mach einen Schnappschuss von einem Lampi, Finneon oder Picolende. 7 Bären und 3 Schnappschüsse von Wasser-Pokémon. Würde ich jetzt sagen, nehmen wir Lampi oder Finneon zum Abschluss. Ich habe gerade hier, die saßen gerade beide da sogar. Ich guck mal kurz in der Nearby, was näher ist. Wir haben ein Finneon. Und Finneon steht hier drüben. So, wir haben jetzt wieder 6 von 7 Bären gefüttert, ne? Wie gesagt, Lambi, Finneon, Picolende, irgendwas, 3 Wasser. Was bietet sich da besser an als Lambi, Finneon oder Picolende? Ich wollte eigentlich da hochgehen. Ihr seht das hier. Ich bin doch, wo bin ich denn? Ich bin doch hier hochgelaufen und wollte das hier mitnehmen. Ne, das ist gar nicht das. Gut. Dann wollte ich eben das andere mitnehmen, aber als ich dort war, als ich dort angekommen bin, hatte ich noch nicht die 7 Bären verfüttert, weil auf dem Weg dahin keine Pokémon gespawnt sind. Also habe ich gedacht, laufe ich mal woanders hin. Vor allem bin ich dann aus diesen dunklen Gassen verschwunden und bin jetzt wieder hier in der Brücke der Technik, wo es sowieso immer Spaß macht zu filmen. Spaß für die ganze Familie, wo immer die X-Rays stattgefunden haben. Und das Picolende, was hier saß, habe ich mir jetzt extra angedrückt, dass wir das hier mitnehmen können, euch hier aufbauen können. Ungefähr so. Dann machen wir das nämlich jetzt hier mit dem Picolende. Foto machen, ne? Ganz wichtig. 1. Haben wir Picolende fotografiert und ein Wasser-Pokémon. 2. Haben wir ein Wasser-Pokémon fotografiert. 3. Haben wir ein Wasser-Pokémon fotografiert. Und da nehmen wir natürlich noch eine Beere für die Aufgabe. Also die Aufgaben sind auf jeden Fall heftig abwechslungsreich. Machen wieder den Schnellfangtrick. Machen einen auf Captain Morgan mit dem Bein. Wir drücken mal die Aufgaben durch. Jetzt gibt es sogar 10 Superbälle. Wir haben eine Pokémon-Belohnung. Ein Weilmar, was es ja auch als Shiny gibt. Gab es damals beim Wasserfestival. Habe ich mich riesig gefreut. Sieht einfach nur genial aus, das Pokémon. Auch als Shiny. Richtig genial. Weilmar, Lieblings-Pokémon. Wenn es nicht Raupi wäre, wäre es Weilmar auf jeden Fall. Baldorfisch. Gibt es auch als Shiny. Ich frage mich gerade, wieso ich immer noch Bären fütter. Eigentlich wollte ich gar keine Bären mehr füttern, weil Aufgabe ist rum. Und die Kapitelbelohnung noch, diesmal sogar mit 2000 Erfahrungspunkten. Und es ist ein, muss ja was Wässriges sein, ein Mantax. Eigentlich auch gut für die Superliga. Jetzt lass mal hier die Bären weg. Geh lieber mal auf die Bälle, tüt das schnell ein, Schnellfangtrick zurück. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob da was Gutes dabei war. Mantax? Oh, heftig. Guck dir die Werte an. Wenig Angriff, Rest ist gut. Wie hoch kommt das, wenn wir das auf 1,5 ziehen wollen? 14,98. Ich weiß nicht die genauen PvP, WP und Werte. 14,98 klingt aber eigentlich ganz interessant. Jetzt habe ich vergessen, das Baldorfisch zu bewerten. Baldorfisch, nix. Weilmar. Weilmar. 100% Weilmar. Okay. Nicht Picolende. Weilmar. Der Ramses, Alter. Ja.
ist das jetzt cool, ist das nicht cool, wollen wir das entwickeln, wollen wir das nicht entwickeln, komm extra fürs Video, entwickeln wir das 100% Weimar. Wir haben ja Bonbons, jetzt habe ich 400 Bonbons sinnlos rausgeschmissen. Da hätte ich schon wieder 4 XL-Bonbons draus zaubern können. Habt ihr auch schon einen Weilort entwickelt? Und wie findet ihr das Pokémon? Schreibt es mal rein. 977 aus Spaß. Mal gucken, wie weit das an die... Guck mal, kommt auch auf 1498. Habt ihr schon mal einen Weilort gesehen? In der GBL? Ich glaube nicht. Egal, wir gehen zum nächsten Kapitel. Das müsste dann auch das letzte sein. Es gibt ja nur 4 Seiten. 15 Schnappschüsse von Pokémon im Freien. Na, das ist ja leicht. Einfach 15 Mal draufdrücken. Schnappschuss von Dodri, Mantax oder Panzereron und 10 Bären. Ich fange also wieder 9 Pokémon und melde mich dann mit einem Dodri, Mantax oder Panzereron zurück. Sehen wir hier eins? Nee, sehen wir nicht. Gut, das wird schwer. Das hat sich versteckt. Das müssen wir suchen. 100%. Haare am Start auf jeden Fall. So, ich habe mir jetzt Mantax gesucht, ne? Da sitzt zum Glück eins, umzingelt von 2 Rocket Stops. 15 Schnappschüsse, wie gesagt, Mantax, Dodri, Panzereron, was auch immer, 10 Bären, dürfen wir nicht vergessen. Wir gehen also auf das Mantax, machen 15 Schnappschüsse, was für eine heftige Aufgabe. 1, 2, 3, 4, 5. Da kann man auch zählen lernen. 6. Zum Glück wird es unten angezeigt. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Und jetzt ist es despawned. Nein, es ist natürlich noch da, aber trotzdem habt ihr alles an einem Pokémon gemacht und habt ihr euch wirklich 15 verschiedene gesucht. Würde mich mal interessieren. Eine Bäre noch füttern, natürlich, das ist wichtig. Werfen wieder den Ball, machen wieder den Schnellfangtrick. Ungefähr so. So, Ball, Schnellfangtrick, fertig. Kurz die Aufgaben noch durch. Jetzt gibt es auch 10 Hyperbälle. Hier gibt es 1000 Sternenstaub und eine Pokémon-Belohnung. Mittendrin ein Bjonsgora, was natürlich auch shiny sein kann. Dann ist es halt rot, bei uns aber nicht. Komm, Bären, lass mal weg. Egal, wir hauen einfach den blauen Ball drauf. Hätten wir den roten genommen, hätte es vielleicht seine Farbe verändert. Nein, hätte es nicht, habe ich gerade gehört aus der Regie. Okay, hätte es nicht. Wunderbar. 8000 EP. Hätte man ruhig mal ein Glücksei anmachen können. Wir nehmen es aber so mit, wie es ist und haben jetzt hier noch ein Perlu. Oh mein Gott. Perlu ist mein absolutes Hass-Pokémon. Unter anderem, bei vielen ist es Pandimos, bei mir ist es Perlu, seit dem Perlu, seine Perlu-Forschung kann ich Perlu nicht mehr sehen. So viele Shinies auch dann hinterher geworfen bekommen, musste man entwickeln für die komischen Entwicklungen. Sah total komisch aus, ich kann damit einfach nichts anfangen, keine Ahnung. Ja, ansonsten ist die Forschung eigentlich schon durch, wir können kurz nochmal nachschauen, ob hier noch gute IV dabei waren. Perlu, nix, Bjonsgora, nix, Mantax, nix und unser Sandan davor auch nix. Was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, ihr seht ja hier noch, was es noch für Bonis gibt oder besondere Sachen. Besondere wilde Event-Pokémon, das ist nämlich alles, was wir gerade so gefangen haben. Event-Feldforschungen, da kriegt ihr das, was wir gerade gefangen haben, alles. Besondere Event-Raid-Bosse, Aquana ist, glaube ich, auch in den Raids dabei. Shinox ist zurück, aber das Heftigste natürlich Despotar, Despotar-Raids. Das finde ich auf jeden Fall am genialsten. Deswegen werden wir heute Abend Despotar-Raids machen. Ist ja jetzt nur 4 Tage drin. 4 Tage Despotar-Raids, schöne Sache. Befristete Forschung, sind wir fertig. Aber was wir noch nicht gemacht haben, ist das Dodri hier zu fangen. Wir tüten das mal kurz ein. Ich meine aber nicht das, ich meine was anderes. Das nehmen wir aber gleich. Denn, wie gesagt, Shiny Farbigel könnt ihr bekommen. Da müsst ihr aber in eurem Beutel wohl Pokémon anklicken und dann hier Fotos machen, wenn das im Beutel ist. So, können wir mal so tun. Machen wir mal hier den. Sehen, aha, da ist ein Farbigel gekommen. Jetzt gucken wir uns mal das Farbigel genau an. Und es ist nichts. Wir fangen mal kurz das Farbigel weg. Das war auf jeden Fall sehr schön. So, wir fangen das Farbigel weg.
Wir machen gleich wieder ein Bild vom Farbigel, fürs Farbigel, gehen da nochmal drauf. Und 15 Stück könnt ihr, glaube ich, am Tag machen. Ich sehe jetzt wieder Bild gemacht, wieder Farbigel, hin und her, keine Ahnung. Drückt man mal an. Muss man das überhaupt fangen? Ich glaube, wenn ihr jetzt rausgeht, das hat 100... Ne, wir fangen es lieber mal. Könnte ja sein, wir kriegen einen 100er, ja? Ich hätte jetzt einfach ein Foto machen können von einem anderen, dann wäre dieser Spawn weg und der andere Spawn hätte sich drüber gespawnt, aber falls doch mal ein 100er Farbigel dabei ist, nimmt man natürlich am besten alle mit, die man kriegen kann. Aller guten Dinge sind drei. Wir probieren es jetzt also noch einmal. Wenn es jetzt kein Shiny ist, würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und es ist kein Shiny. Wir können es aber trotzdem noch fangen. Drei Stück habe ich, 9 Stück kann ich noch machen. Falsch, 12 Stück kann ich noch machen. Hast du nicht gehört? Wir bewerten die auch mal kurz. Nix. Besser. Schlechter. Gut. Das war es im Prinzip von meiner Seite aus. Habt ihr schon einen Shiny Farbigel bekommen? Habt ihr die Forschung schon gemacht? Freut ihr euch auf Despota Raid? Seid ihr heute Abend dabei? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.